Seid gegrüßt, liebe Serienjunkies. Ihr könnt schon mal die Sektkorken knallen lassen, denn am 21. Juli hat das qualvolle Warten endlich ein Ende. Denn dann sind unsere Lieblingsdrogendealer aus dem Kinderzimmer wieder online. Die Rede ist natürlich von der zweiten Staffel der laut Netflix übrigens erfolgreichsten deutschen Eigenproduktion How to Sell Drugs Online Fast. Und um diese geniale Neuigkeit standesgemäß zu feiern, veröffentlichte der Streamingdienst direkt mal einen ersten Teaser-Trailer. Doch bevor ich euch jetzt diesen zeigen werde, schon einmal der Hinweis, dass ich euch im Anschluss gleich noch verraten werde, aus wie vielen Episoden die neue Staffel bestehen wird, wie es mit dem Drogenimperium von Moritz & Co. weitergeht und welche neue Schauspielerin zum Cast hinzustößt. So, jetzt will ich euch aber nicht mehr länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit dem ersten offiziellen Teaser-Trailer. Also Leute, back to business. Für jedes erfolgreiche Business gilt vor allem eins. Gut, natürlich sind die richtigen Connections nicht ganz unwichtig, aber wirklich entscheidend für eine Growth Rate, die konstant nach oben zeigt, sind genau zwei Faktoren: Angebot und Nachfrage. Und damit die Nachfrage steigt, muss das Angebot immer wieder erweitert werden. Zeit, dass wir unser Angebot aktualisieren. Ja, Lenny und Dan, chillt mal. Manchmal muss man die Leute auch einfach ein bisschen warten lassen. Denn das Allerwichtigste, Timing, Leute. Das richtige Timing. Gönnt euch die Gänsehaut. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich für meinen Teil bin jetzt einfach nur noch extrem gehypt auf die neue Staffel. Allerdings wird diese wieder nur aus 6 circa 30-minütigen Episoden bestehen. Wer also genau wie ich gehofft habe, dass Netflix aufgrund des großen Erfolgs der ersten Staffel die Serie nun ja für eine längere Staffel vorsieht, tja, der ist nach dieser Ankündigung natürlich verständlicherweise enttäuscht. Und das kann ich absolut nachvollziehen, denn die 6 kurzen Folgen hat man ja im Normalfall gefühlt schneller durchgebinged, als man den Titel zu Ende ausgesprochen hat. Kontinuität kann allerdings auch etwas Gutes bedeuten, denn wie bereits in Staffel 1 besteht der Hauptcast aus Maximilian Mund, Danilo Camperides, Damian Hardung und Lena Klenke. Ja, und worum soll es im Kern gehen? Ja, nachdem Moritz und Lenny ja mit ihrem illegalen Drogenhandel in der Auftaktstaffel, sagen wir mal, nicht ganz so einen perfekten Start hingelegt haben, wollen sie das Ganze jetzt noch professioneller aufziehen. Doch desto dicker das Konto, desto größer die Gefahren. Doch nicht nur die spaßbefreiten Holländer Zulieferer aus Staffel 1 sorgen wieder für jede Menge Chaos, sondern auch eine gewisse Kira, denn die von Lena Ozendowski gespielte Schülerin ist nicht nur ein Computergenie à la Moritz, sondern verdreht auch gleich mal Lenny den Kopf. Tja, und das alles klingt dann definitiv nicht nach Professionalität, sondern erneut nach einem riesengroßen Chaos. Wir blenden euch jetzt oben rechts mal eine Abstimmung ein, in der ihr uns mal verraten sollt, welchen Charakter aus der Serie ihr am meisten feiert. Begründen könnt ihr eure Entscheidung dann noch einmal unten in der Kommentarsektion. Wir wünschen euch jetzt eine entspannte Restwoche, möge der Stream mit euch sein. Bis bald.